Ja, cool, ich bin wieder klein geworden. Ja, jetzt überlegen wir uns erstmal einen Plan, wie wir Nevio eine Lektion erteilen können, oder Quinch? Ja, genau, das würde ich auch sagen. Ich habe die Schnauze voll von diesem Nevio. Jedes Jahr hindert er mich daran, Weihnachten zu zerstören. Quinch, aber diese Tage und diese Zeiten sind jetzt gezählt. Denn jetzt, ja, ich habe einen ultimativen Plan, wie wir Nevio so richtig aus dem Konzept bringen können und wir dann Weihnachten zerstören können. Oh ja, das klingt gut, aber wie ist denn dein Plan? Quinch. Ja, ich habe gehofft, dass du das fragst. Natürlich habe ich es gehofft, weil erstens mein Plan super genial ist und zweitens, ja, damit die Leute es da draußen auch erfahren, weil gut, ich habe einen richtig krassen Plan. Ich habe einen Plan, wie wir Nevio pranken. So wie noch nie. Er hat uns geprankt, er hat mich und Phantom geprankt, also er hat uns alle schon mal geprankt. Ja, ich habe letztes Jahr auch geprankt, aber dieses Jahr muss ich ihm einfach noch eine Lektion erteilen. Ja, und ich werde es dir gleich zeigen, was meine Lektion ist, also was mein krasser, krasser Plan ist. Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Iowaki Game Master. Leute, in der letzten Folge, also gerade eben in der letzten Folge, sind Elf und ich Elf und Quinch, die sind beide einfach abgehauen, einfach irgendwo in, ich weiß nicht, in ihr Versteck an den Nordpol, die draußen, also draußen auf der Straße oder in meinem Garten oder in einem anderen Garten. Ich weiß jetzt nicht, wo die sind. Ich habe jetzt auch irgendwie nicht so viel Bock, also ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock, suchen zu gehen, aber Leute. Die sind halt einfach seit der letzten Folge jetzt verschwunden. Also nee, die tauchen nicht mehr auf und gar nicht mehr. Die sind halt weg. Aber naja, ist mir eigentlich auch egal, weil dann habe ich halt ein bisschen Zeit zum Chillen. Ich kann halt so, ich kann mich ausruhen, ich kann zocken, ich kann halt YouTube gucken. Also während die weg sind, kann ich eigentlich alles machen, weil die mich dann nicht nerven. Also wenn die mich nerven, kann ich halt dann natürlich dann nichts machen. Dann muss ich sie halt erstmal loswerden halt. Aber naja, ich habe jetzt halt auch ein bisschen gechillt, also jetzt die Zeit, wo sie weg waren, weil ich die Zeit halt auch genießen musste, weil sie wahrscheinlich halt auch dann sehr bald irgendwie wieder zurückkommen werden. Ich weiß halt, also, dass es ist halt so bei Elfen und ich helfe und bei Quinch, die kommen halt dann immer dann sofort wieder zurück oder ich glaube so, dass die bestimmt irgendeinen Plan machen, wie die mich irgendwie ärgern können oder die machen, safe machen die gerade einen Plan oder überlegen sich irgendeinen Prank oder die wollen mich ja vernichten, die überlegen sich irgendeine Falle oder alles zusammen. Ich weiß es nicht, Leute. Ja, ansonsten, Leute, wird das halt Dings. Ich melde mich dann später nochmal so halt. Ja, Leute, ich muss mich halt einfach kurz oder ich ruhe mich halt einfach so ausbissen, weil ich denke, ich werde halt auch so ins Bett gehen, weil ich halt auch ein bisschen müde bin. Also gleich werde ich ins Bett gehen. Und ja, Leute. Was ist das? Diese Kakerlake, die ich gerade in der Hand halte. Mein genialer und ultimativer Racheplan. Eine Kakerlake, Hilfe! Ich hasse Kakerlaken und ich habe Angst vor ihnen. Oh, Quinch, du Dummkopf. Das ist doch keine echte Kakerlake. Das ist nur so eine, die man so anmacht und die man so lässt. Also so eine, ja, so eine viele Kakerlake. Das waren ja Dings. Ja, also so eine Roboter-Kakerlake, mehr oder weniger. Okay, ich habe es jetzt ungefähr verstanden. Also so funktioniert die ja. Ich hab's ja gerade gesehen, als du sie angemacht hast. Ja, okay. Ja, und dann müssen wir jetzt aber noch einen Plan machen, also wie wir die genau auf Nebel loslassen und auch wie Nebel sich am besten vor dieser Kakerlake erschreckt. Warte, Leute, ich schreibe gerade alle die ganze Zeit unter meinem Community-Beitrag in die Kommentare, dass irgendwie das Quinch und Elf und ich helf mich pranken wollen. Hier schreibt jemand Quinch und Elf und ich helf wollen dich pranken. Quinch und Elf und ich helf wollen dich pranken, aber was? Ja, okay, die wollen mich pranken, kann ja sein, aber mit was? Weil wir haben ja so zwei Leute geschrieben, die wollen mich pranken, aber ja, mit was wollen die mich pranken? Also, Leute, also, das müsste ich schon genauer schreiben, weil Dings, ansonsten, wenn ich nicht weiß, mit was die mich pranken wollen, kann ich mich halt nicht darauf vorbereiten, weil dann pranken die mich halt mit, also, die pranken mich mit irgendwas und ich weiß es dann halt nicht, Leute. Also, Leute, die mich schon schreiben mit was, oder Leute, ich warte vielleicht mal nochmal so, keine Ahnung, so 10 Minuten, eine halbe Stunde, aber oder eine Stunde, aber hier schreibt doch noch einer, Kunden Elf und ich helfe, wenn zu dir kommen. Och nee, also Leute, wirklich. Wie ich vermutet hatte, die wollen also wirklich nochmal irgendwie zu mir kommen und Dings. Ja, die wollen mich wirklich nochmal ärgern, weil die schreiben ja auch, da schreiben ja auch ganz viele die ganze Zeit, dass sie mich pranken wollen.
Mann, Leute, was mache ich jetzt? Ich muss wirklich wieder. Ich konnte dir vielleicht eine Falle stellen. Also, ich konnte die vielleicht irgendwie zurückpranken. Aber dann müsste ich halt wissen, mit was die mich pranken wollen. Oder ich warte vielleicht mal noch so ein bisschen. Vielleicht schreibt es dann noch irgendjemand unter dem Tab oder halt unter dem, wie ja, unter dem Video. Wie auch immer. Ansonsten. Ja, ansonsten muss ich vielleicht mich irgendwie. Muss ich halt irgendwie Dings. Weil mich anders vorbereiten oder keine Ahnung was. Oder ich hole mir irgendwie random was, mit denen ich sie erschrecke. Ich weiß halt noch nicht. Irgend sowas in der Richtung werde ich, glaube ich, machen. Aber naja, ich warte jetzt einfach mal ab. Vielleicht kommt ja noch irgendein Kommentar. Ich werde halt auch bald meinen zweiten Community-Tab posten. Ich habe jetzt hier nur einen, aber ich werde halt auch demnächst öfter mal so Community-Tabs machen und immer so umfragen, alles Mögliche. Kann ich ja jetzt machen, also kann jeder jetzt machen. Auch die unter 1000 Abonnenten können jetzt machen mit diesen Community-Tabs, Leute. Ja, okay, ich fasse mir jetzt mal an. Ja, Mann, Hilfe, ich krieg das nicht aus. Wie ungefähr, wie schalten man die aus ungefähr? In die linke Richtung da umlegen. Ja, okay, Kunst, aber das erkläre ich dir ein anderes Mal. Also, das ist eigentlich nicht das zweite, was drin war bei dir manchmal. Aber wenn ich dir das noch jemand erklärt habe, dann müsstest du es eigentlich wissen, Kunst. Ja, okay, ja. Dann erklär mir das später, aber jetzt müssen wir erstmal einen Plan dagegen, den wir dann überlegen, was damit halt. So, Leute, so ein paar Minuten sind jetzt vergangen. Ich habe ja gesagt, ich warte so ein paar Minuten, da ich halt dann Dings, dass wenn jemand das dann kommentiert, dass ich halt, ja, dass ich halt dann die Kommentare dann so vorlesen kann. Aber Leute, ich glaube, bis jetzt hat noch keiner kommentiert, oder? Ich kann ja mal gerade gucken bei meinem Community-Tab, Tab und das mit aktualisieren, ob vielleicht inzwischen doch irgendjemand was geschrieben hat, halt, ob da vielleicht mal in den Minuten vielleicht irgendjemand was geschrieben hat, ich weiß es nicht, also ich hoffe es halt, ich kann es halt wirklich mit Glück hoffen, dass da was geschrieben hat. Ich gebe mal irgendwo Game Master ein, komm, ich hoffentlich ist das hier verfügbar auf meinem Tablet. Okay, Leute, komm, seht ihr, warte, es lädt, ja hier, es lädt immer, es lädt die ganze Zeit. Oh Mann, aber Leute, ich muss jetzt sehen, ob jemand was kommentiert hat, weil ich glaube, die wollen es auch gleich kommen, nicht? Leute, okay. Okay, Leute, oh Mann, jetzt lädt es immer noch mal rum. Das ist ja schlimmer wie bei einer Telefonhotline. Jetzt sagt bloß, der Strom fällt wieder aus, Leute. Hatte das auch schon mal, weil es gab so ein paar so Anfälle von Stromausfall, weil am Samstag hatte ich auch mal so für 10 Minuten so einen Stromausfall. Hattet ihr auch mal Stromausfälle irgendwie am Freitag oder Samstag? Also, ich habe auch irgendwie von Dings von mehreren Leuten gehört, dass sie Stromausfälle haben. Oder, oh Leute, ich sehe gerade hier, mein Kanal hat jetzt 90 Abonnenten erreicht. Ich weiß es nicht, ob man das hier so gut sieht, aber naja, egal. Aber Leute, mein Dings. Okay, Leute, es lädt immer noch. Leute, seht ihr, mein Kanal hat jetzt einfach 90 Abonnenten. Es sind noch 10 Abonnenten. Und dann hätten wir auch die 100 Abonnenten da. Also, Leute, Dings, okay. Also, Leute, nochmal danke für die 90 Abonnenten. Was? Oh nein, Community-Beiträge sind auf diesem Gerät momentan nicht verfügbar. Ach du Scheiße, was mache ich jetzt? Seht ihr es? Ihr seht das? Oh Mann, als ob einfach. Jetzt kann ich das dann nicht sehen. Oh Mann, Leute, der ganze Aufwand, wirklich der ganze Aufwand, alles umsonst. Das ganze Laden, das war jetzt ja nicht so lange, aber trotzdem, dass ich jetzt diese Sekunden einfach verschwendet habe. Einfach wirklich für gar nichts. Du Scheiße, nein. Oder vielleicht bei Instagram jemand kommentiert. Ich hoffe es doch, dass irgendjemand bei Instagram unter einem Foto von mir kommentiert hat. Oh nein, Leute. Oder ich würde sagen, komm, weil bei meinem anderen Handy, wo ich das ja auch gepostet habe, da kann ich es ja dann sehen, weil, wie gesagt, weil auf Handys kann man das halt immer sehen, auf Tablets halt nicht. Und auf meinem anderen Handy habe ich es halt auch gepostet. Ja, Leute, jetzt komme ich jetzt sagen, ich kann da einfach schauen, also da einfach schauen, ob jemand unter dem Beitrag was kommentiert hat. Wenn nicht, mache ich vielleicht nochmal so einen extra Beitrag, wo ich dann schreibe, wo ich dann vielleicht frage, was Quinch und halt R11 und ich halt vorhaben und dann werden bestimmt dann auch schneller Leute kommentieren. Also, ja doch, Leute, das könnte ich doch machen, Leute, das mache ich jetzt. Also, Quinch,
Wir werden zu Mädchen ins Zimmer gehen, dann werden wir die Kakerlake anmachen. Wir werden sie ihn so auf ihn kriechen lassen, so unser Gesicht ist Elsa so richtig erschrickt und verklügt ist, er verschreckt sogar ohnmächtig ist. Und dann, wenn das geschehen ist, dann werden wir ihn entführen hier in unser Versteck und werden uns auch ein paar Weihnachtsdekos, ja, und den Dings halt mitholen. Ja, okay, verstanden. Ja gut, also Daumen nach oben für ich habe es verstanden. Ach so, und by the way, also die Zuschauer können auch gerne einen Daumen nach oben unter diesem Video da lassen. Das ist unrecht. Lass doch gerne mal einen Daumen nach oben da und verwandle den roten Abo-Button nochmal in einen grauen Abo-Button. Da nehmen wir nur noch 10 Abonnenten drauf und er dann mit 400 Abonnenten. So, hier am Tisch vorbei und dann wird... So, ja, hier geht ein bisschen weit, so Leute, jetzt gehen wir auf den Leben. So, aber natürlich, um Strom zu sparen, machen wir das Licht noch aus. So Leute, ich habe jetzt hier mein Handy, ich werde jetzt einfach irgend so, ich glaube irgend so ein Bild, vielleicht auch irgend so ein Random oder von Google irgendein Bild nehmen, von Quinn oder Elf und Elf oder mit beiden zusammen drauf, wo ich es dann schreibe oder wo ich dann halt frage, was sie vorhaben. Leute, ich jetzt sagen, ja, ich nehme mir ein Bild, okay Leute, ich poste das und schreibe jetzt zusammen Quinn und Elf und Elf vor mit so einem Fragezeichen, dass das auch jeder weiß, wirklich jeder weiß, dass das eine Frage ist. Ja Leute, ich jetzt sagen, so on posten. Okay Leute, wird hochgeladen, jetzt müssten eigentlich... Ein paar Leute, die es wissen, müssen da jetzt eigentlich kommentieren, Leute. Also, oder wenn ihr es vielleicht irgendwie wisst, dann könnt ihr jetzt schnell unter diesem Beitrag kommentieren einfach. Und ja, Leute, ansonsten, okay, es wird hochgeladen und es ist schon hochgeladen. Ja, vor ein paar Sekunden hochgeladen. Also, Leute, das heißt, es müsste jetzt öffentlich für alle Abonnenten sichtbar sein. Weil natürlich nur für die, glaube ich, ein Handy haben oder PC, weiß nicht, ist das auf PC auch sichtbar, aber... Wir wissen ja, auf Tablet ist es nicht sichtbar, also für die ein Tablet haben, halt RIP, also weil die können es halt nicht sehen. Ne, Leute, ist egal, ich geduld mich jetzt gerne noch so 10 Minuten oder eine Stunde oder nee, stimmt, bis dahin könnten Quinchen Elf und ich Helfer schon gekommen sein. Ach nee, Leute, da komm, egal, Leute, ich warte jetzt einfach so, ich mache jetzt einfach die Kamera aus und dann, ja, Leute, dann warte ich einfach ab, warte. Habt ihr das gehört oder habe ich mir das gerade eingebildet? Hat es an meiner Tür geklopft? Oh mein Gott, ich glaube, das sind Elf und ich Elf und Quinch. Ist